Hallo, ich grüße euch. In diesem Video wird es sehr, sehr schwierig sein für euch, euch zu konzentrieren. Ihr seht wahrscheinlich, warum. Ich habe hier Sherlock, der mit allen Kräften versucht, nicht nur euch abzulenken, sondern auch mich abzulenken. Genau, Sherlock möchte nicht, dass ihr Deutsch lernt. Sherlock sieht die Person, dass sie die Maus. So. Ihr habt mich schon so oft um Videos gebeten, wo es um Aussprache geht. Jetzt habe ich mir vier Wörter ausgesucht, die ihr ganz bestimmt kennt. Aber das Problem ist die Aussprache. Okay, und was möchtest du? Что такое случилось? Ты пойдешь вниз? Tja, Sherlock ist noch nicht mit der Filmindustrie vertraut und möchte einfach nur Aufmerksamkeit. So, okay. Also, wir haben das Wort die Küche. Das kennt ihr. Kitchen. Kuchnia. Die Küche. Ich werde am Ende alle Wörter nochmal wiederholen, aber ich habe hier vier ähnliche Wörter mit unterschiedlicher Bedeutung. Also, die Küche ist kurz ausgesprochen. Ich sage nicht die Küche oder so. Ich sage die Küche. Okay, dann. Gibt es das Wort der Kuchen? Kuchen ist Cake, Pirog. Der Kuchen, Kuchen. Nicht Kuchen, sondern der Kuchen, lange. Dann gibt es das Wort kochen. Also das Verb kochen bedeutet cook, varit, ili gotovit jedu. Kochen. Nicht kochen, nicht irgendwas anderes, sondern kochen. Kochen. Okay. Und die Person, die beruflich kocht, also in der Küche arbeitet, ist ein Koch. Cook. Jamie Oliver ist ein Koch. Ist ein Star-Koch eigentlich. Okay. Und jetzt nochmal. Die Küche ist das Zimmer, in dem ihr kocht. Kitchen. Der Kuchen ist das, was man in der Küche machen kann, aber man kann den Kuchen nicht kochen, man kann ihn nur backen. Kochen kann man Kartoffeln oder eine Suppe oder insgesamt essen. Den Kuchen muss man backen im Backofen oder essen. Ich bevorzuge essen. So. Kochen hatte ich schon genannt, aber okay. Was kocht ihr heute Abend? Was gibt es bei euch zum Abendessen? Was kocht ihr? Oder ich kann jemanden fragen, kannst du kochen? Kannst du gut kochen? Und dann sagt die Person, ja, ich kann super kochen, Tiefkühlpizza und Käsebrot kochen. Und der Koch ist die Person, die beruflich kocht. So. Ich hoffe, ihr habt euch die Wörter gemerkt. Ihr könnt jetzt das Video noch 10-mal anschauen und alle Wörter wiederholen. Und ich werde jetzt immer wieder Aussprachevideos machen, damit ihr ein bisschen übt. Okay? Dann ich danke euch und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.